Dungeons und Denglisch. Es geht heute um einen mächtigen Wizard. Es geht um Mordenkainen. Ja. Ja, erstmal danke fürs Einschalten. Hallo. Willkommen bei Dungeons und Denglisch. Ich bin der Aaron. Ich bin Marie. Und heute ist die zweite Folge von Aaron und Maries Lore und History. Marie ist nicht so begeistert von dem Reim. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich nur Teil dieses Podcasts bin, weil sich auf Marie mehr reimt als auf Aaron. Mir fällt gar kein Reim auf Aaron ein, leider. Mir auch nicht. Naja. Jedenfalls geht es um einen guten Mann namens Mordenkainen. Ja. Teilweise auch bekannt als Mordenkainen. Beide Aussprachen sind korrekt, gleich um das mal vorwegzunehmen. Ich sage Mordenkainen. Weil wir ja irgendwo auch noch deutsch sind. Ja. Das ist die Aussprache, mit der ich ihn kennengelernt habe. Ja. Wer ist Mordenkainen? Also erstmal, wie sieht er aus? Ich schnapp mir einfach mal ein Bild von ihm. Ich hätte ihn auch beschreiben können. Ja, mach doch. Also Mordenkainen ist ein glatzköpfiger Mann mit Spitzenbart, der in so eine Kutte gehüllt ist meistens und so einen bissig bösen, strengen Blick eigentlich oft drauf hat. Genau, man muss dazu sagen, das ist in seinen aktuellsten Darstellungen so ein. Ja. Seit neuestem trägt er eine Glatze und so einen Van Dyck-Bart, sagt man, glaube ich. Okay. Früher hatte er, anstatt diesem Spitzbart, hatte er tatsächlich einen großen Vollbart und auch ein paar Haare. Seine Augenbrauen haben sich aber nicht stark verändert. Er war noch klischeehafter früher. Uff. Genau, aber inzwischen ist er quasi bekannt für diese Glatze und diesen Bart, den er da hat. Also wenn ihr ein Bild von Mordenkainen sucht, den vergisst man eigentlich nicht. Mordenkainen ist ein menschlicher, männlicher Zauberer, also Wizard, Neutral Alignment und stammt ursprünglich aus der Welt von Ört. Ört? Ich bin mir nie sicher, wie man es ausspricht. Ört. Aus dem Greyhawk-Setting. Genau. Ört. Also Toril ist es ja in den Forgotten Realms. Ja. In Greyhawk ist es Earth. O-E-R, Earth. Okay, ja. So. Genau, und wer ist Mordenkainen? Mordenkainen ist einer von Gary Gygax' allerersten Spielercharakteren. Jetzt ist die Frage, Marie, sagt dir der Name Gary Gygax was? Nein, aber ich vermute, das ist einer der Typen, bei denen auch der Elminster mitgespielt hat. Gary Gygax ist der Co-Erfinder von Dungeons & Dragons. Ich glaube, wir kommen später auf ihn zurück. Mhm. Aber Mordenkainen ist quasi eine der ersten Figuren von dem Erfinder von Dungeons & Dragons. Und nicht nur das, es ist dadurch auch einer der ältesten Charaktere in Dungeons & Dragons überhaupt. Und es ist eben Gary Gygax. Der Name ist schon der Name ist halt echt. Es ist ein cooler Name, ehrlich gesagt. Das ist so ein typischer D&D-Wizard-Name. Gary Gygax? Ja, weil es ist Gygax' berühmtester und auch sein liebster Charakter. Und er hat ihn gespielt von mindestens 1973 bis 1985. Das ist ganz schön lang. Ja, für gut und gern 20 Level, hat er gesagt. Mhm. Und das Spannendste kommt hier, Gygax selber hat nämlich bis zu seinem Tod niemals die echten Character-Stats von Mordenkainen veröffentlicht. Okay, weiß man die mittlerweile? Jein. Da komme ich später noch drauf. Also Mordenkainen selber ist eine absolute Ikone. Also der fällt oft in einem Satz mit den anderen großen Magierfiguren, die du dir vorstellen kannst. Also ich meine einerseits Elminster, aber auch so Gestalten wie Gandalf aus Herr der Ringe, Dumbledore aus Harry Potter. Ja, Mordenkainen ist da nicht weit davon entfernt. Okay, ja, ich sehe eine Legende. Ganz genau. 2020 gewann er sogar den 9. Platz in der Game Rants Liste 10 Must-Have NPCs in D&D Lore to Make Your Campaign Awesome. Jetzt möchte ich gerne wissen, wer Platz 1 war. Weißt du das? Nee, das können wir dann später nochmal nachschauen. Ja, bitte. Du kannst du nicht sowas anteasern und dann weißt du nicht, wer auf Platz 1 ist. Ich habe das nur zufälligerweise gelesen. Aha. Und eins muss ich vorwegnehmen hier, bevor ich den Podcast anfange. Zum Mordenkainen gibt's extrem viel Lore. Ja, aus wenn jemand den 12 Jahre lang gespielt hat. Extrem vielen Quellen. und diese Lore ist teilweise widersprüchlich. Okay. Weil verschiedene Autoren beteiligt waren und warum das so ist, komme ich später noch drauf. Deswegen, also ich habe versucht, hier so ein bisschen einen roten Faden durchzuziehen. Mhm. Wenn der Faden an manchen Stellen ein bisschen lose geknüpft ist, dann liegt es daran. Also seine Stats, fangen wir mal mit den Stats an, weil du gerade über die geredet hast.
Mordenkainen Stets sind erstes Mal 1980 aufgetaucht in der Veröffentlichung namens The Rogues Gallery. Mhm. Gygax war überhaupt nicht begeistert und hat geschworen, dass der Autor dieser Veröffentlichung, der Brian Bloom, sich die Stets aus der Nase gezogen hat. Okay. Genau. Also, okay. Ansonsten, die Stets sind aufgetaucht in Mordenkainen's Fantastic Adventure in 1984, in The City of Greyhawk in 1989 und im Epic Level Handbook von 2002. Mhm. Mordenkainen selber wird in sämtlichen D&D-Büchern erwähnt, die du nur denken kannst, um ein paar zu nennen. Expedition to the Ruins of Greyhawk 2007. Im Dragon Magazine kommt er ständig vor. The Wizards 3 war so ein drei Artikel umfassender Bericht über berühmte Wizards. Da war er natürlich auch sehr, sehr wichtig drin. Mordenkainen's Magnificent Emporium, Mordenkainen's Tome of Foes. Steht bei uns im Regal, oder? Haben wir schon? Ja, haben wir. So. Ich muss sagen, Mordenkainen's Tome of Foes ist das einzige D&D-Buch, bei dem ich finde, dass es auf Deutsch cooler klingt als auf Englisch. Wie heißt es auf Deutsch denn? Mordenkainen's Foliant der Feinde. Und das finde ich einfach mega cool. Foliant ist ein gutes Wort. Ja. Es gab auch mal, sagt ihr Castle Greyhawk, diese Parodie-Kampagne was? Nein, ist das sowas wie Incorporated? Ja, das war so ein Ding, das ich selber nicht ganz ernst nehme. Da kommt Mordenkainen auch vor und er ist Betreiber von einem Filmstudio. Und das ist wahrscheinlich eine Anspielung darauf, dass Gary Gygax zu der Zeit eben gewisse Verwicklungen mit Hollywood hatte. Okay. Und ja. In der 5. Edition kommt Mordenkainen nicht nur namentlich vor, sondern man kann den Charakter Mordenkainen sogar treffen in gewissen Adventures. Ja, ist uns passiert. In Curse of Strahd kommt er vor. Und in Baldur's Gate Descent into Avernus unter anderem. Nur mal ganz kurz, um den Bogen zurückzuspannen zu Gary Gygax. Also Gary Gygax, Co-Erfinder von D&D, Mordenkainen sein berühmtester und sein liebster Charakter. Und es war damals so, Gary Gygax hat das Spiel erfunden und war dann lange, wie es eben oft so ist, als derjenige, der sich kümmert, der DM. Ja. Irgendwann hat er dann seinen Freund, den Rob Kanz, dazu überzeugt, selber mal Co-DM auszuprobieren, damit er spielen kann, und hat sich dann einen Level 1 Wizard zusammengestellt, den Mordenkainen. Und der Name, den hat er sich aus der finnischen Mythologie angelehnt, er hat nämlich die Namen von zwei finnischen mythologischen Helden kombiniert. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Mordecai und Lemminkainen. Nee, kenne ich beide nicht. Ich auch nicht. Ja, bin ich beruhigt. Ich dachte, es wäre jetzt wieder sowas wie, boah, Mann, Marie, irgendwas könntest du auch mal wissen. Nee. Letztes Mal konntest du schon die Götter nicht nennen. Jetzt weißt du das nicht mal. Ja, und Gary Gygax hat da selber sehr, sehr viel Story beigetragen zu Mordenkainen. Aber er wurde dann irgendwann aus TSR Incorporated rausgeschmissen. Das war die Firma, die Dungeons & Dragons damals verwaltet hat. Und hat damit die Rechte an seinem eigenen Charakter verloren. Und die haben dann die Story einerseits weitergeführt, aber sie haben auch so ein paar Sachen geretconnt. Da kommen wir später noch dazu. Was heißt denn geretconnt? Naja, also sie haben die Story im Nachhinein geändert und dann quasi das einfach so behandelt, als sei das schon immer so gewesen. Oh. Armer Gary Gygax. Ja, was wissen wir über Mordenkainen selber? Mordenkainen ist geboren im Jahr 509 nach der Earthian Zeitrechnung. Sein Geburtsort ist unbekannt, beziehungsweise es gibt ein paar widersprüchliche Angaben. Und er hat einige sehr, sehr legendäre Bündnisse geschaffen. Also eines der bekanntesten ist wahrscheinlich die Zitadelle der Acht. Aha. In der Zitadelle der Acht war einerseits er, aber auch sein Lehrling Bigby, die Krieger Robila und Irek, die Kleriker Rigby und Certain, der Ranger Ortis und sein Mitmagier Tänzer. Mhm. Was hast du A gesagt? Ist Bigby der den Spell Bigby's Hand gemacht hat? Genau, der ist es. Ah, der war der Lehrling von Mordenkainen. Ja, den habe ich jetzt neu gelernt. Yes. Bigby's Hand ist ein ziemlich cooler Zauber. Ja. Genau. Die Zitadelle der Acht, die ist benannt nach der Obsidian-Zitadelle. Das war zu der Zeit Mordenkainens Unterkunft der Wahl. Mhm. War ein schickes Häuschen, sage ich mal. Wobei Mordenkainen für andere schicke Häuschen auch bekannt ist. Da kommen wir später noch drauf. Also mit schicken Sachen kannte er sich jedenfalls aus. Die Zitadelle der Acht, die hat leider nicht ewig existiert. Die wurde zerschlagen bei einem großen Kampf gegen die Horde des Elemental Evils. Da müssen wir nicht näher drauf eingehen. Jedenfalls ist einer von den Mitgliedern gestorben, der Certain. Das war beim Battle of Emery the Meadows. Und Mordenkainen hat sich davon nicht unterkriegen lassen, zumindest nicht permanent, sondern hat
einige Zeit später ein neues Bündnis geschaffen, nämlich den Zirkel der Acht. Okay. Und der Zirkel der Acht nimmt auch so eine Sonderrolle ein, der besteht nämlich aus Mordenkainen und 7 anderen Charakteren, die alle von Gary Gygax geschaffen wurden. Oh, und an denen hat er allen die Rechte verloren. Inzwischen schon, leider. Ja, also das war auch eine Zauberergruppierung im Greyhawk-Setting. Und später wurde das Ganze geändert in diesem Redcon. Das war eine Erweiterung, die hieß From the Ashes. Da waren es dann immer 8 Mitglieder, sondern es gab diesen Zirkel der 8 und Mordenkainen war dann das 9. Schattenmitglied, das gleichzeitig der Anführer war. Ja, weil der menschliche Zauberer muss auch noch ein bisschen edgy sein. Genau, früher war einer der 8. Und die 8 Mitglieder, die sind sehr spannend. Also ich weiß nicht, wie viele von denen du kennst. Ich lese einfach mal vor. Also die Mitglieder waren Bigby, Dromitch, Nystul, Otiluk, Otto, Rary und Tänzer. Wenn du sie nicht kennst, nicht so schlimm. Ich kann dir mal vorlesen, das sind alles Magier, die sehr, sehr wichtige und bedeutungsvolle Zauber erschaffen haben, die im Spiel es immer noch gibt. Ich nenne einen pro Person. Wir haben Bigby's Hand, hast du vorher schon gesagt. Wir haben Dromitch's Instant Summons, Nistul's Magic Aura, Otiluk's Resilient Sphere, Otto's Irresistible Dance, Rary's Telepathic Bond, Tänzer's Floating Disc. Also du merkst schon, das waren schon Leute, die was drauf hatten, weil sonst würden die Zauber heute nicht mehr gewirkt werden. Ja, ich sehe. Ja, und die Idee von Mordenkainen zu dem Zeitpunkt war halt, hey, mach mal einen Club, ja, nur Männer, aus lauter, ja, Männer von Intellekt hat er es genannt. Und es ging ihm darum, dass das die Mitglieder alles Leute waren, deren Interessen über das rein Materielle hinausgingen. Und dann kam Tascha und hat ihn im Schach besiegt. Da gibt es eine richtig schöne Illustration im neuen Tascha-Buch, wo Tascha gegen Mordenkainen Schach spielt. Ja. Stimmt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der offizielle Ausgang war, dass sie gewinnt, aber sie waren Rivalen. Ich meine, wir können da mal kurz darauf eingehen. Mordenkainen hat ein paar nennenswerte Rivalen. Ein paar davon kennt man auch. Oh, ich kenne sogar 2. Hast du schon auf meine Liste gespickt? Nein, ich kenne sogar 2, weil ich meine, das eine weiß ich aus unserer Campaign und das andere hast du gerade literally gesagt. Ja. Also, einer wäre Tascha. Ja. Und der nächste wäre Strahd, so sein Erzgegner, glaube ich, ist das, dieser Vampir, den er abartig hasst. Einer seiner Erzgegner, ja. Mhm. Also bekannte Feinde von Mordenkainen, also Feinde / Rivalen, Evard, bekannt für Evards Black Tentacles, Hughes, Rary, Taric, Sir Robila, Tascha, Strahd. Qualish? Qualish war eher sowas wie ein Kollege von ihm. Okay. Strahdwan Zerovic ist halt ein unfassbar cooler Name. Und dir ist sofort klar, dass es sich um einen Vampir handelt. Weil welcher Mensch würde Strahdwan Zerovic? Ja, der kriegt noch easy eine eigene Folge. Ja. Über den weiß ich gar nichts. Null. Darum würde ich mich da voll freuen, wenn wir da bald eine Folge drüber machen. Ja, safe. Lass das machen. Kommt auf unsere Liste. Ja. Wo wir gerade schon bei seinen Feinden und Rivalen sind, ich nenne auch mal ein paar von seinen Freunden. Es gibt Heward, Merlin, Zagig, Shalazi, Melf und die niedere Gottheit Dalt. Jetzt, warte mal. Es gibt einen Merlin in D&D? Den schreibt man Merlind mit U-R-L-Y-D. So. Der hat nichts mit dem aus der Artus-Sage zu tun, oder? Nee. Okay, gut. Aber guter Catch. Ja, ansonsten ist er befreundet mit Elminster Aumar. Der kriegt hundertprozentig auch noch eine eigene Folge. Ja. Mit dem trifft er sich, also das ist eine Sache, die sich so ein bisschen durchgesetzt hat. Die mächtigsten Zauberer sind ja ein bisschen Ebenenwanderer. Also wie gesagt, Mordenkainen kommt ursprünglich aus dem Greyhawk-Setting. Mhm. Wieso treffen wir ihn dann ständig in Toril auf Ferun? Weil er auf Ebenen wandert. Ich weiß ja auch noch aus unserer Campaign, dass er ständig nicht anzutreffen war, weil er gerade auf einer anderen Ebene war und wir ihn nicht erreichen können. Ja, und eine Ebene, auf der er sich ganz besonders gern rumtreibt, ist die Erde. Und da hat er sich laut den Geschichten immer mit Elminster getroffen, und zwar im Haus von Ed Greenwood, um sich da über die neuesten Sachen und Neuigkeiten und die neuesten Zaubersprüche zu halten. Ed Greenwood ist der Erfinder der Forgotten Realms. Ah, ich finde das sehr, sehr witzig, dass die Erde als eine der Ebenen der Forgotten Realms gilt. Nein, nicht der Forgotten Realms gilt. Eine der Planes des Multiversums. Genau, das meinte ich. Ups. Ist eine coole Sache auf jeden Fall. Ja.
Ich meine, eine Sache, auf die wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, was will Mordenkainen? Also wir haben schon gesagt, Mordenkainen klassischerweise immer mit dem Alignment Neutral dargestellt. Er hat ein Ziel, und zwar war sein Ziel, er operiert unter so einem Kodex der Neutralität, den er durchsetzen will. Und er will einerseits, dass das Böse in der Welt nicht die Oberhand gewinnt, aber er möchte auch nicht, dass das Gute das Böse komplett auslöscht, sondern er ist der Meinung, Gut und Böse müssen das gleiche Gewicht in der Waagschale einnehmen. Ich sag bloß, er ist der Avatar des Gut und Bösen. Was hast du denn für ein Avatar-Problem? Junge, nein, Bruder. Ich finde es die ganze Zeit dieses Gleichgewichtsgelaber. Ah. Echt, wir rewatchen das jetzt nochmal und dann gibst du Ruhe, weil jedes Mal kommt Avatar. Oh, ich liebe, ich finde das auch gut. Ich liebe die Serie, schaut es euch an. Ich höre auf, über Avatar zu reden. Okay. Avatar, Herr der Elemente, einer der besten Zeichentrickserien. Ja, meiner Meinung nach. So. Ich habe das doch jetzt erst vor ein paar Monaten gerewatcht komplett. Ja, aber es tut dir nicht gut. Ich liebe es. Jedes Mal, wenn ich bei uns über den Markt gehe und einen Gemüseverkäufer sehe, der Kohl verkauft, muss ich lachen. Ja, Mordenkainen selbst ist auch ein bekannter Autor. Ja. Er hat einige Werke verfasst, zum Beispiel Architektur mit Leomund. Oder ich nenne die englischen Namen, die sind ein bisschen, das sind halt die. Leo, er hat Tiny Hat. The Codex of Mordenkainen, Cosmogony of Magnetic Fluids, Dark Sides of the Memory, Epic Saga for the Great Conjurers, On the Rise of Magecraft and Modernity, Weapons of the Aether with Melf. Also with Melf und with Leomund am Anfang, weil das in dem Fall die Co-Autoren waren. Ah, ja. Okay. Ja. Irgendwann wurde dieser Zirkel der Acht dann auch zerschlagen von einem guten Kerl namens Wegner. Sagt der Wegner was? Nö. Kriegt auch noch seine eigene Folge. Wegner ist... Weißt du was? Was denn? Wenn ich nicht mehr Sachen auf Avatar beziehen darf, darfst du nicht jede Folge sagen, ja, das kriegt noch eine eigene Folge. Ja, wenn ich nicht mehr sagen kann, das kriegt noch eine eigene Folge, dann sind wir in der letzten Folge. Dann darf ich auch immer noch weiter mit Avatar vergleichen. Weißt du, das ist so wie der Faust es in der Literatur ist der Avatar es mit allem anderen. Den kannst du mit allem vergleichen. Ja, das ist jetzt die Mariechen-Folge. Ja, hat sich dann jedenfalls so ergeben, dass nachdem der Zirkel zerschlagen wurde, Mordenkainen sich auf neue Abenteuer aufgemacht hat und er kam dann an in Barovia. Ja, Barovia ist in Ravenloft und wird angeführt von einem gewissen Vampir namens Strahd, über den wir vorher schon gesprochen haben. Ja. Und Mordenkainen hatte sich da zum Ziel gesetzt, den Strahd zu besiegen. Weil? Weil er ein böser Vampir ist. Oh, okay. Ja. Genau. Ich wusste nicht, dass Mordenkainen neuerdings Paladin ist. Nee, und? Aber er mag keine bösen Vampire. Okay, ja. Der Strahd, der hatte da... Ja, er hat eben das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse schon ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Jedenfalls hat er den Strahd unterschätzt und ist ihm im Duell unterlegen. Und hat infolgedessen sein Zauberbuch, seinen Zauberstab, sein Gedächtnis und sein komplettes geistiges Wohlbefinden verloren. Stimmt, ja. Und war dann lange Zeit den örtlichen Leuten nur bekannt als der verrückte Magier von dahin. Bis, ja. Je nachdem, wie sich die Abenteuer eben so ergeben, eine Gruppe von Abenteurern ihm aus der Patsche geholfen hat. Ja. Genau. Ich würde sagen, gehen wir mal einfach in eine Liste von Mordenkainens bekanntesten Zaubern. Also, er ist ja bekannt dafür, nicht nur magische Zauber zu wirken, sondern auch Zauber zu erfinden. Ja. Und du siehst, die Liste ist lang und das ist eine unvollständige Liste. Ich lese einfach mal vor. Echt, Tatsache? Mordenkainen's Celerity, Mordenkainen's Defense against Lycanthropes, Mordenkainen's Defense against Non-Magical Reptiles and Amphibians. Was? Das ist so spezifisch. Ich glaube, ich lasse das Mordenkainen zukünftig weg, weil sonst muss ich es noch 20 Mal vorlesen. Nein, sag's bitte weiterhin. Mordenkainen's Disjunction, Mordenkainen's Electric Arc, Mordenkainen's Encompassing Vision, Mordenkainen's Faithful Hound,
Mordenkainen's Faithful Phantom Defenders. Mordenkainen's Faithful Phantom Guardian. Mordenkainen's Faithful Phantom Shield Maidens. Mordenkainen's Force Missiles. Mordenkainen's Involuntary Wizardry. Mordenkainen's Lucubration? Oh, den kenne ich selber nicht. Einer seiner bekanntesten Zauber. Mordenkainen's Magnificent Mansion. Mordenkainen's Penultimate Cogitation. Mordenkainen's Private Sanctum. Mordenkainen's Protection from Avians. Mordenkainen's Protection from Insects and Arachnids. Mordenkainen's Protection from Slime. Und last but not least, Mordenkainen's Sword. Tut mir leid, ich bin immer noch bei Non-Magical Reptiles and Amphibians. Amphibians? Hängen geblieben? Ja, ansonsten, was gibt's noch Spannendes über Mordenkainen zu wissen? Eine sehr wichtige Sache. Seine Zehennägel gelten als besonders rares und besonders beliebte alchemische Zutat, genau. Ja, unser Deutsch ist halt wieder bestens. Ja, haben, wie gesagt, wir haben ja in unserem Homebrew-Setting den auch schon, sind ihm ja auch begegnet, haben ihn von seiner Insaneness geheilt. Und da wurden wir, glaube ich, auch gebeten, Zehennägel von Mordenkainen zu beschaffen. Von irgendeinem Alchemiker oder so, keine Ahnung. Ja, also in der 5. Edition gibt's leider keine offiziellen Stats von Mordenkainen. Aber wenn wir raten müssten, wäre wahrscheinlich ein Level 20 Wizard. Mhm. Höhere Level gibt's eigentlich ja nicht. Wir können aber natürlich mal reinschauen in die AD&D-Stats, die besagter Brian Bloom veröffentlicht hat. Ja. Also laut Gary Gygax sind es nicht seine offiziellen Stats. Okay. Aber, also ich meine, mit den Werten wird er dann auch nicht viel anfangen können. Aber besonders spannend sind ja seine Skills, die da stehen. Ja. He has skill in diplomacy, leadership, politics and some knowledge of religion. He is thorough in his plans and will utilize whatever resources are necessary. He is stubborn and his decisions are often harsh. Außerdem stehen hier ein paar Magic Items, für die er bekannt war damals. Braces of Defense, Bag of Holding, Ifriti Bottle, Wand of Fear, Wand of Cold, Crystal Ball, plus one Dagger und 3 Pearls of Power. Ja, wir reden hier natürlich von dem Early Mordenkainen. Aha. Du kannst dir sicher sein, dass wenn du auf Mordenkainen heutzutage in einem Setting triffst, Homebrew oder wie auch immer, er wahrscheinlich mit erheblich mehr rumlaufen wird als einem Bag of Holding und einer Ifriti Bottle. Was ist denn eine Ifriti Bottle überhaupt? Kurz gesagt, eine Flasche, in der ein Genie gefangen ist. Ein Ifriti ist eine bestimmte Art von Genie. Natürlich ist das. Genau. Sind noch Fragen offen zu Mordenkainen? Ich glaube, du hast soweit alles geklärt. Ja, also ich meine, Mordenkainen ist halt für mich schon so ein bisschen der Classic Human Wizard. So der legendäre Classic Human Wizard aus D&D. Also ich meine, ist er auch. Wenn du magst, können wir noch ein paar seiner interessantesten Zauber durchgehen. Mhm. Wir können mal alle Mordenkainens Zauber raten, die in der 5. Edition offiziell drin sind. Wollen wir das mal machen? Machen wir mal nur die Famous Ones, weil ich glaube, das wird zu lang, oder? Ja, die Zauber, die ich vorher vorgelesen habe, sind alle Zauber, die er erfunden hat. Die 5. Okay. Edition, die meint's gut, da haben wir es nur mit 4 Zaubern zu tun, glaube ich. Ich würde sagen, gehen wir in aufsteigender Reihenfolge nach Level durch. Der erste ist Mordenkainens Faithful Hound. Ja. Level 4 Conjuration, Casting Time eine Action, 30 Feet Range, Duration 8 Stunden. Components, Verbal Somatic Material, und das Material Component ist hier a tiny silver whistle, a piece of bone and a thread. Okay. Genau, also Pfeife, Knochen, Faden. Ja, also kurz gesagt, du beschwörst den Hund, einen unsichtbaren Hund. Ja. Der alle Leute anbellt, die ihm zu nahe kommen, außer sie haben das Passwort, das du festlegst. Ja. Und wenn du möchtest, dann kann er die Leute nicht nur anbellen, sondern kann sie sogar beißen. Und sein Biss hat 4d8 Piercing Damage. Das ist ganz schön viel, wie gesagt. Das ist ganz schön viel, ja. Ja, also allgemein Mordenkainen war ein Fan von diesen seltsamen Phantombeschwörungszaubern. Du hast bestimmt mitbekommen, dass da sehr viele Zauber dabei waren, die irgendein Phantom irgendwas herbeschwören. Der Faithful Hound ist eines dieser Überbleibsel. Das ist auch ein Ding, warum der Aaron so ein Fanboy ist, weil so viel Conjuration-Magie hier am Start ist. Conjuration ist objektiv
die coolste Schule der Magie. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist deine Meinung. Was hast du für eine Meinung? Was möchtest du sagen? Du bist nicht dieser Meinung. Nein, ich mische gern meine School of Magics einfach. Ja, aber einer davon ist objektiv überlegen. Nein. Wenn ich sage objektiv, dann meine ich rein subjektiv. Eben. Okay, gehen wir weiter. Achso, nee, bevor wir weitergehen. Was gibst du Mordenkainen's Faithful Hound auf einer Skala von 1 bis 10 Hunden? 9 Hunde. Weil es ein Hundezauber ist. Ja. Okay, whatever. Nächstes. Mordenkainen's Private Sanctum. Wieder ein Level 4 Zauber. Diesmal Abjuration. Casting Time 10 Minuten. Range 120 Feet. Duration 24 Hours. Components. VSM, also Verbal Somatic Material. Man braucht a thin sheet of lead, a piece of opaque glass, a wad of cotton or cloth and powdered chrysolite. Keine Ahnung, was chrysolite ist. Das ist keine Ahnung. Es ist vielleicht irgendwie ein Stein. Lassen wir offen. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht so wichtig, weil die meisten Leute werden einen Spellcasting-Fokus oder einen Material-Pouch benutzen, einen Component-Pouch. Ja. Was macht der Zauber? Mit diesem Zauber kannst du einen Bereich magisch schützen und dieser Schutz kann verschiedene Formen annehmen, sowohl Schutz vor Sicht, Schutz vor Divination-Zaubern, Schutz vor Teleport, Schutz vor Planar Travel. Ja, ist ein klassischer Zauber, wenn man seine Ruhe haben will. Ja. Was gibst du Mordenkainen's Private Sanctum auf einer Skala von 1 bis 7 Schlafkopfhörern? Weißt du, so Dinger, so, wo man sich aufsetzt, wenn der Partner zu laut schnarcht. Das nennt man Ouropax. Ja, aber das sind ja keine Kopfhörer, sondern Kopfstecker, Ohrenstecker. Kopfstecker. Ist egal. Ich gebe ihm 4,5. Von wie viel habe ich gesagt? 7. 4,5 von 7 Ouropax. Ja. Weil es ist halt ein sehr hohes Level und ich finde, es ist halt also sehr hoch für das, was ich schon gespielt habe. Und ich weiß nicht, ob es mir in meiner Klasse das wert wäre, Bell, den ich mir aussuchen kann, für das herzunehmen? Nun ja, wenn du Level 4 hoch findest, dann wirst du das noch umso höher finden. Das nächste ist nämlich Mordenkainen's Sword, Level 7 Evocation. Ja. Casting Time 1 Action, Range 60 Feet, Duration, Concentration up to 1 Minute. Components, VSM, Verbal Somatic Material, a Miniature Platinum Sword with a Grip and Pommel of Copper and Zinc worth 250 Gold Pieces. Das heißt, du hast keine Material, deine Component Pouch bringt nichts mehr. Richtig, immer wenn ein Geldwert dabei steht, ein konkreter, dann brauchst du dieses Material Component, anders geht's nicht. Also du brauchst, kurz gesagt, ein Miniatur-Platin-Schwert. Was macht man denn keine Sorte? Oh, ich kann das lernen. Das ist ein Baden- und Wizard-Spell. Das haben wir bei den anderen jetzt gar nicht dazu gesagt. Ja, kurz gesagt, du beschwörst ein spektrales Schwert aus Force Energy. Das hält bis zu einer Minute und du kannst jeden Zug einmal damit zuschlagen. Wenn du triffst, machst du 3d10 Force Damage. 3d10 ist jetzt nicht die Welt, muss man dazu sagen. Für ein Level 7er Spell, nee. Aber du musst es nur einmal als Action beschwören, dann kannst du es als Bonus-Action benutzen. Eine Minute sind 10 Runden. Das heißt, du hast im besten Fall 9 Runden, wo du als Bonus-Action angreifen kannst. Und wenn du es aufsummierst, mit der ersten wären wir bei 10 mal 3, die 10, das wäre ein Schadenspotenzial von 30 D10 Force Damage, das du anrichten kannst. Und man muss dazu sagen, Force Damage ist der beste Schadenstyp in der 5. Edition. Ja, als ehemaliger Warlock kann ich dies bestätigen. Ja, die wenigsten Kreaturen haben Resistenz gegen Force Damage. Und du kannst das Schwert bewegen für 20 Fuß, 4 Kästchen von dir weg und musst deshalb nicht mal in die Nähe von den Monstern kommen. Alles in allem, Level 7 Zauber gibt es schon ein paar bessere, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist ein cooler Zauber. Ja. Und dann kommen wir zu seinem Meisterstück. Mordenkainen's Magnificent Mansion. Ja, der klassische Mordenkainen-Zauber, ich weiß. Ja. Level 7 Conjuration, Casting Time 1 Minute, Range 300 Feet, Duration 24 Hours. Wieder Components VSM, Verbal Somatic Material, a miniature portal carved from ivory, a small piece of polished marble and a tiny silver spoon. Each item worth at least 5 GP. Das ist nicht viel, aber dadurch kommt man nicht drumherum, tatsächlich ein kleines Portal
eine Murmel und einen silbernen Löffel mit sich mitzuführen, wenn man das zaubern möchte. Okay. Das nochmal zusammenfassen. Du baust dir ein Portal, das dir eine Menschen, dich in einen Menschen befördert, die du dir selber gestalten kannst, wie du willst. Du hast deine eigenen Diener. 100 Stück. Sklaven drin, die alles machen, was du willst. Du kannst dir Essen herporten lassen. Sehr viel. Ja, und alles Mögliche, was du dir wünschst in dieser Villa. Ja, also Villa. Es ist quasi eine Villa, die dir jeden Wunsch von den Augen abliest. Genau, der einzige Nachteil ist ganz am Ende, in den letzten zwei Sätzen, ich kann nicht diese Villa beschwören, mit einem richtig schicken 300 Jahre alten Piano drin und dann das Piano durch das Portal rauszuräumen und verkaufen. Denn alles, was du aus der Villa rausträgst, verschwindet. Ja, trotzdem ein richtig starker Zauber. Das ist ein sehr, sehr starker Zauber, aber wo kriegst du immer so ein kleines Mini-Portal, das aus Ivory, was ist Ivory nochmal? Elfenbein. Elfenbein gecarved ist. Ja, du brauchst es ja nur einmal. Also hier, wenn diese die Material Components, die bleiben. Ja, ach die werden, so. Die, nur wenn dort steht, which the spell consumes, werden sie beim Spellcasten zerstört. Also du kannst dieselben Komponenten immer und immer wieder verwenden für diesen Zauber. Ach so, okay, ja, Marie dumm. Nee, das muss man einfach wissen. Ja. Wenn du dir eine Villa hinstellen könntest, wo würdest du sie hinstellen? Irgendwo auf der Welt? Wenn ich mir eine Villa irgendwo auf der Welt hinstellen könnte? Boah, schwierig. Vermutlich so auf, weiß nicht, so Malediven, direkt am Meer, Riesenhaus. Mit 100 privaten Dienern. Genau, und dann gehe ich morgens so eine Runde schwimmen. Nee, ich weiß schon, auf den Bahamas, weil da gibt es Schweine, die schwimmen können im Wasser. Und dann baue ich mir die genau an den Strand vor den schwimmenden Schweinen. Und morgens, wenn ich so gerade los zur Arbeit muss, aber noch so eine gute Stunde habe, gehe ich raus und schwimme noch eine Runde mit den Schweinen und freue mich, dass die so süß sind und so ein bisschen grunzen und dann gehe ich zur Arbeit. Wow. Also wo würdest du es hinstellen? Wahrscheinlich in die Schweiz. Warum? Das sind schöne Berge. Wann gehst denn du mal auf einem Berg? Wenn ich da eine Luxusvilla habe. Was ist das für eine Frage? Ja, auf einer Skala von 1 bis 100 Bahamas Luxuswillen, was gibst du der Mordenkainens Magnificent Mansion? Ich möchte 1 bis 100 Bahamas Schweinchen und sie kriegt eine solide 89. Ziemlich gut. Ja, das ist ja auch ein super stronger Spell. Ich kann mir einfach immer so mein Haus herbeschwören für 24 Stunden, wo ich alles kriege, was ich will. Ich brauche nur mein Spellslot. Und ganz ehrlich, nach 24 Stunden hatte ich bestimmt einmal die Zeit zu longresten und dann kaste ich das einfach wieder. Ziemlich gut. Ja. Ja, dann sind wir es eigentlich durch, aber nur fast. Denn eine Sache müssen wir noch machen. Wir müssen Mordenkainen selber ein Rating geben. Oh. Nee, ich möchte dein Rating zuerst hören, was du ihm gibst. Und zwar auf einer Skala von 666 Vampiren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was eine fiktive Figur angeht, einen fiktiven Zauberer, bleiben bei mir bei Mordenkainen keine wenig Wünsche offen. Er hat eine coole Story, er sieht cool aus. Er ist ein menschlicher Zauberer. Human Wizard ist meine Lieblingsklassenrassenkombination. Ja, in dem Fall kriegt Mordenkainen von mir 666 von 666. Was gibst du ihm? Okay, also wenn man mal bedenkt, das ist, wenn, also als ich mit euch gespielt habe und es kam plötzlich, fiel plötzlich der Name Mordenkainen, dann war jeder in der Gruppe so, oh ja, Mordenkainen. Und ich war so, wer? Und ich wusste halt überhaupt nicht, wer das ist. Aber wenn das eingeflasht in D&D-Spielern sofort im Begriff ist, wenn du von einer Figur redest, genauso wie bei Tascha oder bei Elminster, dann hast du definitiv einen sehr guten Charakter gebaut, weil ich glaube, dass es viele gibt, auch von denen, die dieses Spiel gegründet haben, die eher so unter den Tisch fallen, die man nicht mehr so wirklich im Kopf hat. Drum bekommt er von mir eine 580. Gut genug, würde ich sagen. Ja. Mal schauen, ob wir das mit zukünftigen Figuren aus der Lore noch toppen können. Ich habe so einen zwei, die ich cooler finde. Finden wir dann raus, glaube ich. Ja. Ja, ansonsten,
danke fürs Zuhören. Ja. Lasst uns doch einen Kommentar oder eine Kritik da. Ja. Ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben. Stimmt, wir haben Instagram jetzt. Wir heißen auf Instagram Dungeons und Denglisch. Genau. Wie man genau spricht. Genau so, wie man spricht. Ohne Leerzeichen. Ja, voll. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Genau. Ich bin der Aaron. Ich bin die Marie. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ja, tschüss. Ciao.